Kuckuck. Hey, ist wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack Zockt Tomb Raider 2. Das Add-on Golden Mask. So, wir haben nach wie vor oben den schwarzen Balken, wie ihr sehen könnt. Und als Einstand für diese Folge erstmal Lara des Todes zuzuführen. Ja. Die Frage ist nämlich, was ist hier drüben? Hältst du dich mal hier irgendwo fest hier drüben? Mhm. Ja, bloß, wo komme ich ja hin? Hier rennt ja sogar so irgendwas rum. Ja, nee, okay. Das ist natürlich jetzt schwierig. Es kann natürlich auch sein, dass dieses rumlaufende Etwas dort wartet, wo wir mit der Seilrutsche hin sollen. Da hüpfen wir schon einen Schritt zurück und hoch hier. So, ich würde sagen, wir klettern jetzt mal hier hoch. Komm hier hoch. Ara, halt dich fest. Hier, streck deine zarten Beine nach oben. Oh, hoch hier. Oder rennt dieses Biest hier oben rum? Ja, natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber hier. Und runterrutschen, ja, genau. Ich hoffe. Nee. Das war bestimmt jetzt schmerzhaft. Scheiße. Wo hier lang? Hier lang, Lara. Och ja. Ja, Lara, hast du das eigentlich schon überwunden? Dass du zu Hause in deinem Herrschersitz angegriffen wurdest. Im Nachthemdchen haben sie dich hier durch dein Haus gejagt. Und dann hast du auf mich geschossen, junge Frau. Nee. Du hast auf mich geschossen. Nur weil ich dir beim Duschen zusehen wollte, hast du auf mich geschossen. Du blöde, verfickte Schlampe, du. Naja. Ich führe dich hier durch hier. Ah, na klar. Wo ist das Ding? Ich führe dich hier überall durch und du schießt auf mich, nur weil ich einen Blick von dir erhaschen will. Kommt man hier oben noch irgendwo hin? Das sieht immer so aus, als ob hier noch irgendwas dahinter wäre. Ist wahrscheinlich auch, aber ich sehe keine Möglichkeit, dahin zu kommen. Du rutschst hier überall runter. Die Lösung, ob es hier noch Geheimnisse gibt in der Welt oder nicht, die steht natürlich nicht bei Wiki drin. Jedenfalls muss ich mir da woanders nochmal ein anderes offizielles Lösungsbuch suchen. Deswegen speichere ich jetzt hier an der Stelle ab. Falls wir hier noch was vergessen haben. Irgendwas geht. Das ist natürlich hervorragend, dass. Ne, Leute. Das hat keinen Sinn, wenn ich keine Lebensanzeige sehe. Komm, los hier. Lara. Nochmal. Mehr?
Oh, wir haben eine Scheibe zerschossen. Es tut mir aber auch überhaupt nicht leid. Wo ist das Vieh? So. Habt ihr's dann? Ist es jetzt gut? Habt ihr Lara jetzt genug gequält? Man darf den richtigen Absprung nicht verpassen. Hier liegt was. Aha. Aha. Ich weiß auch nicht, ob Lara hier irgendwelche Texte hat. Hier bei dem Add-on. Wir haben es natürlich, wie ihr im Menü schon seht, hier im knackigen Deutsch. Hier steht nämlich Spiel da und nicht Game. Es spielt Spiel laden da und nicht Load. Es steht Spiel speichern da und nicht Save. Aber Save Game. Ja, wir hüpfen mal hier hoch. Wir nehmen natürlich den schwierigsten weg von allen. Ja, guck mal hier. Ein klirrendes Erlebnis. So, hier rutschen wir natürlich wieder runter. Sag mal, Lara, musst du überall runterrutschen? Habe ich dir kein anderes Verhalten beigebracht? Von da oben bin ich gekommen. Aha. Aha. Das ist dann natürlich das Schöne an den neueren Spielen. Da gibt es keine Lebensanzeige. Wir gehen aber trotzdem mal hier oben rein. Jetzt scheint es ja irgendwie weiterzugehen hier in der Ecke. Können wir hier oben? Natürlich springen wir so dran, dass Lara sich nicht festhalten kann. Jo, hier, hoch hier. Ah, dann halt nicht. Blöde Kuh. Nee. Lara ist eine gute. So. Scheiße. Kommen wir hier zurück? Ja, hoch hier. Kommst du hier zurück? Ja. Das dachte ich. Gut, okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier in die Fenster rein. Führt dasselbe Fenster auch hierher, das andere? Ja, das ist eine Kiste. Können wir die Kiste ziehen? Natürlich können wir die Kiste ziehen. Verdammt! Ich glaube, wir müssen sie schieben. Ich komme nicht weiter. Ich kann sie nicht weiterziehen. Noch weiter? Nö. Ist hier ein Geheimnis? So, was soll ich jetzt machen? Hören wir jetzt mit dem Rumgeballer auf, wir nutzen mal jetzt das Ding hier. Jawoll ja! Okay, du willst es also so haben, Lara. Du willst es rückwärts haben. Kannst du kriegen, du kannst es rückwärts bekommen. Ja, noch was ist hier unten? Was ist denn hier? Ja, und nun? Muss ich hier irgendwo rückwärts oder dran springen oder so? Was ist denn hier hinten? Oh, tut mir leid. Was ist hier unten?
Hörst du nix? Oder vielleicht hier oben. Hey. Keine Ahnung. Da rutschst du auch runter. Ich kann mir gerade noch keinen Reim drauf machen, was hier unten sein soll. So, wir fahren natürlich hier, warte mal, wir machen das mal so. Da drüben war noch eine Kante. Es könnte natürlich sein. Warte mal, wir machen nochmal den hier. Hangelst du dich bis dort rüber? Hier ist da auch wieder so eine Kante hier drüben, hier dran. Hier hangelst du dich die. Wir versuchen uns mal hier rechts dran zu hängen. Ja, so gleich gar nicht. Wahrscheinlich verschwende ich jetzt die ganze Zeit hier, die wir für die Aufnahme heute haben. Für etwas vollkommen Sinnloses. Lalala. So. Hier hält sie sich natürlich nicht fest. Wir könnten natürlich eins versuchen, aber das halte ich auch für ausgeschlossen. Oh, aha. Okay. Wir speichern das aber mal extra hier. Was ist denn, wenn du hier oben rüber springst? Gar nichts. Und hier? Ach so, Waffen. Aha. Das ist doch was. So. Jetzt ist bloß die Frage. Ich bin ja gerade hier runtergerutscht. Ich lade nochmal neu, bevor ich runterrutsche. Hatte ich das jetzt schon gespeichert, als ich unten bin? Nee. Gibt es ja noch einen anderen Weg. Wo liegt jetzt deine Fackel? Hier. Du könntest auch gut aufheben, bevor sie hier alle ist. Ja. Aber hier ging es bloß nach unten, oder? Ja. Oh, komm. Dann sammeln wir noch mal die Waffen hier ein. Ein unaufmerksamerer Spieler hätte sie wahrscheinlich nicht gesehen. Aber hier ist auch nichts mehr in der Ecke. Wie lange haben wir auf dem Tacho? Ja, okay. Oh, hier geht's nach unten, oder? Greift mich gleich irgendwas an. Aha. Wie viel habe ich jetzt eigentlich von den Dingern? Ich habe jetzt hier 80. Ja, ist nicht viel, aber ein Anfang.
Da keine Kiste zum Ziehen, oder? Oh, nee, nicht wirklich. So, ich bin jetzt. Ich hatte wirklich gehofft, dass da hinten ein Geheimnis ist. So, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich. Jetzt müsste ich gleich wieder hier. Nee, warte mal. Wo bin ich jetzt? Nö. Ich muss scheinbar. Lauf doch mal, Mädchen. Doch, hier bin ich. Hier bin ich nach hinten gegangen. Ja, um dann die Mumpeln zu finden hier. Oh. Und für die Tür hier brauchen wir einen Schalüssel. So. Wo kamen die Bösewichte jetzt her? Die waren hier oben, oder? Hier hinten. Ach, hier ist ein Schalter. Wie soll ich jetzt dorthin kommen? Dass ich nicht von hier aus abschließen kann. Legt mir die Päckchen. Kommt der hier hinten rum? Hier liegt der Schlüssel. Aha. Du willst noch mehr Scheiben zum Zerschießen. Gehen wir mal zum Schlüsselloch. Warte, Moment, ich habe gerade was gesehen. Ist hier noch eine Ecke? Aber eine sinnlose Ecke. Der rennt da drin rum, wo ich gerade aufgemacht habe. Zu weit hier unten rein. Warte mal, war hier oben noch was, wo ich gerade zu weit gerannt bin? Hier hinten in der Ecke. Da war nichts mehr, oder? So, der wird aber gleich herausgeschissen kommen, wenn ich die Tür aufmache. Da habe ich die Schrottflinte und hier habe ich die Dinger. Ja, okay. Speichern auf jeden Fall. Nein. Ja. Gut, okay. Das sagt mir, wir sollten Medipäckchen eisen. No. Ja, no. No. Doch, ich hab gespeichert. Ja. Na komm, Kollege. Lara wartet auf dich. Das macht sie nicht für jeden. Ach, verdammt. Du komm doch endlich mal raus da.
Okay. Den hätten wir. Packen aber die Dinger wieder aus wegen Lichtmangel. Ja. Wo ist der Kerl jetzt hingefallen hier? Hast nichts dabei? Du quälst hier Lara, du willst hier Lara erschießen und hast noch nicht mal was dabei für die Lara. Du bist ja so ein Sack. Aber hier sind die gerade rausgekommen, ja. Gehen wir mal hier lang. Ja. Wir sammeln erstmal den Scheiß hier ein. Warte, wie viel kriegen wir überhaupt hier? Wie viel? Ach komm, egal. Aber das steht auch da unten, die 15. Na, wo kommen die jetzt lang? Die Idioten. Darf Lara, wenn sie noch hier das Medipäckchen einsammeln. Aha. Gut, hier ist nichts. Ist das einer oder sind das mehrere? So, wie viel habe ich? 90 habe ich. Wo sind die? Da unten dümpeln sie rum. Ja, warte mal. So gefällt mir das besser. Ach so, hier rutschst du gleich runter. Komm zurück. Na, was wird denn jetzt? Och Mann. Was ist denn hier oben eigentlich noch? Jetzt ist Schluss mit dem Gelatsche, da unten. Warte, wir speichern das mal. Wir haben die ja schon angelutscht. Wenn wir jetzt hier runtergehen. Noch einer? Speichern das aber trotzdem mal hier. Nimm mal eine Fackel. Scheiße! Das Mistvieh. Hier ist noch ein Schalter. Aha. Wo auch immer das ist, keine Ahnung. Ja, Oh, guck dir mal hier. Guck dir mal, was wir hier haben. Ein Schneemobil. Ja. Da oben ist die Tür aufgegangen. Wir gucken uns aber erst nochmal hier um, bevor wir hier. Ja. Thank you.
Nein! Ich hab's gewusst. So, wie lange haben wir noch? Na komm her hier. Typen rollen wir über den Haufen hier. Sag mal, wie fährst denn du? Du sollst gerade fahren. Oh, okay. Scheiße. Verdammte Scheiße. So, den holen wir uns. Dann machen wir mal ihn langsam dann. Nicht gleich so schnell durchrasen. Hier, steck mal auf hier. Mann, wenn man hier ein bisschen schief kommt, der ist ehrlich. Oder Laura. Stopp. Ich höre doch immer noch jemanden. Ich speichere das mal extra. Wo denn? Der wird uns vielleicht gleich erstmal kriegen, aber ich will erstmal sehen, woher der kommt. Von der anderen Seite hier. Hallo? Guck erstmal hier vorne, hey. Ist hier unten noch was? Hier ist was, eine tiefe Schlucht. Da unten liegt noch Zeug. Verdammt. Wenn wir jetzt dort runterkriechen, komm. Hä? Wo denn? Da oben. Warte mal. Wir kommen hier tatsächlich nicht mehr hoch. Wir müssen dort runter gehen, bevor wir hier rüberfahren. Machen wir. Wo war jetzt die Leiter? War die hier drin? Nee, hier unten. Da unten wartet schon was auf uns. Scheiße. Schieß doch mal, wo bist denn du? Ja, scheiße. Wie lange ist das? Das lohnt sich nicht mehr. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt Feierabend. Gespeichert hatte ich ja zweimal. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Oh. Dann gehen wir jetzt zurück zum Hauptmenü. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und damit Dankeschön und auf Wiedersehen.